herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coffee Talk. Heute an meiner Seite habe ich die Erfolgs- und Bestseller-Autorin Sophie Bonnier. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Stoßen wir gleich mal an mit einem Kaffee. Und ja, bevor wir nach Frankreich sausen, schauen wir doch einmal mal in die Kaffeetasse rein. Ich frage nämlich ganz gerne die Gäste, die wir haben, ob sie gerne Kaffee trinken. Ja, das ja, sehr ist schon gerne. Beantwortet. Das ist auch genau. Ganz wichtig für mich. Gibt es Rituale, die du hast und wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Ja, mit Milch und Zucker tatsächlich. Mhm. Richtig so die ganz süße Variante. Wie mein Emmeter Pierre übrigens auch gerne süß mag, nur eben die kleine schwarze Tasse. Aber das gehört zu meinem Tag dazu. Zwei Tassen sind es morgens, die brauche ich auch. Zwei also Tassen. Nicht um wach zu werden, sondern einfach, weil es mir unheimlich gut schmeckt. Mhm. Und manchmal am Nachmittag noch eine dazu. Mhm. Ich auch. Ich trinke ihn auch am liebsten morgens und am Nachmittag, also nach meiner Mittagspause. Schön. Ja, jetzt ist ja der 10. Fall erschienen und als du damals angefangen hast mit deinem Krimi, hast du da schon vor dir die 10 Bände gesehen oder hat sich die Reihe erst im Laufe der Jahre entwickelt? Naja, gehofft habe ich schon, dass es mehrere Bände werden, aber als ich begonnen habe, da war ich überhaupt glücklich, dass es eine Serie werden soll und keiner wusste, wie lange die dauert. Mhm. Und ja, dann habe ich einfach angefangen zu schreiben und es lief und lief und lief. Ja, ich bin sehr glücklich und dankbar, dass es jetzt 10 Bände geworden sind, weil es ist schon ein großes Geschenk. Mhm. Wo nimmst du dir dann immer wieder die neuen Ideen her? Die kommen spontan. Also manchmal, wenn ich eine Region erkunde, dann möchte ich wissen, was dahinter steckt, was gibt es für Besonderheiten, welche Probleme haben die dort vielleicht und so nähere ich mich so langsam dem Thema an. Manchmal sind es Zeitungsartikel, die mich inspirieren, manchmal sind es Menschen. Also zum Beispiel gibt es so einen Trupp bei mir in der Serie, das ist so ein Herrentrupp, der gerne Bull spielt. Und die Idee dazu, zu diesen Menschen genauso, wie sie sind und aussehen, das hatte ich von einer Reise ganz am Anfang 90er Jahre, als ich dort war und auf einem Bullplatz ein Foto gemacht hatte von eben so einem Herrentrupp. Und die haben mich so inspiriert, die mussten ins Buch. Ach, wie schön. Das kann ich mir also so vorstellen, dass du jedes Jahr auch öfter in der Provence bist und dass du dort reist und dann Orte findest, bei denen du irgendwie hängen bleibst. Mhm. Ja, also manche plane ich natürlich auch schon vorab. Es gibt immer so eine Mischung. Ich fahre mit der Familie. Vorher bin ich zur Recherche. Nachher, wenn ich sie abgesetzt habe am Flughafen, bin ich weiter da. Manchmal fliege ich spontan hin, weil ich noch was wissen möchte. Das ist tatsächlich auch selten, aber diese Freiheit nehme ich mir ab und zu. Meistens erkundige ich die Provence mit dem Auto und da fällt mir immer wieder was ein, eine Gegend, die ich besonders mag oder die ich noch nicht beschrieben habe in den Roman, sodass ich die gesamte Provence immer neu abbilde. Schön. Toll, finde ich faszinierend. Wann hat denn deine große Liebe und Leidenschaft für die Provence angefangen? Gibt es da einen Anknüpfungspunkt als Schülerin vielleicht? Als Schülerin war ich in Paris, also frankophil war ich ein bisschen. Immer schon. Genau, war ich schon immer. Und ich bin auch schon mit einer Freundin dann mit dem Auto direkt nach Nizza gefahren, habe da am Strand übernachtet und so. Also das waren so diese Jugendsachen. Aber so richtig entdeckt für mich habe ich die Provence in den 90ern. Mit den Büchern von Peter Mayle. Mhm. Der hat dort gelebt, ist ein Engländer und hat über seine Zeit dort geschrieben. Und es war unglaublich erfolgreich. Es gab so eine Trilogie, begann mit. Stimmt, ich erinnere mich, ja. Mein Jahr in der Provence und dann Toujours Provence und Encore Provence. Und das hat mich so fasziniert. Ich fand das so großartig und ich wollte wissen, ob es wirklich so schön ist dort, wie er es beschreibt. Und habe meinen damaligen Freund, jetzt ist es inzwischen mein Mann, seit 25 Jahren übrigens. Toll! Den habe ich geschnappt und habe gesagt, wir gucken uns das an, ob es wirklich so schön ist. Und da ist es wirklich um mich geschehen gewesen und seitdem bin ich immer regelmäßig dort. Und mein Mann auch. Und meine Kinder auch. Die lieben es auch, ja. Und habt ihr da auch die Leidenschaft für das gute und leckere Essen entdeckt? Weil ist ja auch Bestandteil deiner Krimis, dass es dort auch um gutes Essen geht.
Gegessen habe ich schon immer gerne. Das habe ich jetzt tatsächlich anlässlich. Ich auch. Genau. Also es ist sowas Wundervolles. Und ich ja. habe anlässlich tatsächlich dieses Jubiläums in alten Fotoalben gestöbert und habe Bilder von mir entdeckt, von den ersten Reisen dort, und man sieht mich ständig beim Essen. Sehr sympathisch. Ja, das ist einfach was Wichtiges. Es ernährt ja auch die Seele. Und die provenzalische, also allgemein die mediterrane Küche, die mag ich unglaublich gern. Das ist keine Hexerei, das zuzubereiten. Hat einfach ja, mit Gewürzen, Kräutern und frischen Zutaten ist sie relativ schnell gemacht und immer lecker. Du hast ja auch ein eigenes Kochbuch ja. herausgebracht, Provinzialischer Genuss. Mhm. Da findet man ja auch ganz, ganz tolle Rezepte und auch Geschichten dazu. Mhm. Sehr schön, lass es mal hier liegen. Ja. Was mir auch immer sehr wichtig ist zu wissen, du hast ja auch mit vielen Büchern zu tun und schreibst ja, gibt es Bücher oder auch Autorinnen, Autoren, die dich immer wieder begleiten oder die dich zuletzt tief beeindruckt haben? Mhm. Ja, da gibt es eigentlich mehrere tatsächlich. Ich lese genreunabhängig und habe immer wieder so Fälle, wo ich sage, Mensch, das, das finde ich sehr inspirierend, die Art, wie geschrieben wird. Oder der Finn, die Vegan zum Beispiel, hatte ganz tolle Sprache. Also finde ich großartig. Aber wer mich immer wieder begleitet, ist tatsächlich Fred Vargas. Ah. Und jetzt gerade ist ein neuer Roman oder Krimi erschienen. Und der liegt tatsächlich auf meinem Nachttisch. Ach, und genau, ich muss aber erstmal Caroline Wahl zu Ende. Ich habe aber mit 22 Bahnen angefangen, weil ich die jetzt noch nicht kannte. Und ich dachte, ne, das muss jetzt sein, das kann ich nicht. Mhm. Aber Fred Vargas finde ich wahnsinnig inspirierend, weil die so... Die ist so unangepasst in ihrer Art zu schreiben. Also die hält sich nicht an die gängigen Sachen, so man darf einen Plot nicht zu sehr in eine Richtung treiben. Nein, die tobt sich aus in ihrer skurrilen Art und ich finde das großartig. Das ist, ja, welches Konstrukt sie da manchmal erfindet und ja, ich mag einfach diese Art, wie Adamsberg auch ermittelt. Mhm. Und von daher ist das, freue ich mich sehr jetzt auf das neue Buch. Mhm. Ja, das hat auch schon viele glückliche Leserinnen und Leser gefunden. Das glaube ich. Eine Frage habe ich jetzt gerade vergessen, wo du ja Expertin in der Provence bist. Du teilst ja deine Lieblingsorte in den Krimis, aber gibt es so ein, zwei Orte oder Gegenden, die dir besonders wichtig sind und die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern besonders empfiehlst? Ja, also das eine, das ist für mich, weil das, der Luberon ist das Herz der Provence für mich. Von daher ist Gordes ein sehr, sehr schöner Ort, den ich nur empfehlen kann. Aber vielleicht nicht direkt in Gordes wohnen, sondern in der Umgebung. Da gibt es ja, ganz viele schöne kleine Anlagen. Und als nächstes an der Küste Saint-Nary-sur-Mer. Mhm. Saint-Nary-sur-Mer ist ein Fischerort, der noch nicht so touristisch ist. Mhm. Schön. Also da hat man wirklich noch das Gefühl, einen authentischen Ort zu sehen. Und ich war jetzt gerade zur Weihnachtszeit tatsächlich da, ja, Weihnachten in der Provence, und habe da diese wunderbaren beleuchteten, wie heißt das, Takelagen, also diese Segelseile, ich bin da totaler Laie, sorry. Und habe ich bewundert, weil der ganze Hafen ist am Glimmern und Funkeln und das ist wirklich wunderschön. Also sowohl im Sommer als auch im Winter sehr empfehlenswert. Mhm. Und es gibt noch tatsächlich einen dritten Ort, der sich sehr verändert hat, leider, aber den ich immer noch ins Herz geschlossen habe, das ist Saint-Paul-de-Vence, das oberhalb von Nizza. Ich habe ihn das erste Mal besucht, als er noch sehr authentisch ein Künstlerort war, wo man gerne durchschlenderte und so wirklich diese Kunstszene geatmet hat. Und dazu die alten Steinmauern und die kleinen Steinoliven auf dem Boden. Das ist also wirklich ganz zauberhaft. Dort ist auch die Szene mit dem Buhlplatz und den Herren entstanden. Jetzt ist es sehr touristisch, aber trotzdem ein Ort, den man auf jeden Fall einmal gesehen haben muss. Vielen Dank für die Geheimtipps, für das Gespräch und für deine tollen Bücher. Weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank.